Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Es ist Silvesterabend. Nur noch wenige Stunden, dann ist das alte Jahr 2020 zu Ende. Manche werden vielleicht erleichtert sein und sagen, ein Glück, es kann ja nur besser werden. Ein neues Jahr beginnt, 2021, mit neuen Hoffnungen. Wir schauen zurück auf das, was gewesen ist, und schauen nach vorn auf das, was kommt. Wir vertrauen dabei auf Gott und seine Hilfe, von dem es in Psalm 121 heißt, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist ein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Herzlich willkommen zur Videoandacht an Silvester. Heute mit Pfarrer Zink aus Kleinemmerode und Beate Zimmermann, unserer Lektorin aus Eichenberg. Liebe Gemeinden, am Altjahresabend 2020 begrüße ich Sie ebenfalls sehr herzlich. Ich befinde mich wieder in unserer Kirche in Eichenberg-Dorf und unser wunderschöner, großer, prächtiger Weihnachtsbaum darf heute noch einmal für Sie erstrahlen. Wir schauen zurück, wir schauen nach vorn. Wir schauen zurück auf ein Jahr, das in die Geschichtsbücher eingehen wird. Das Jahr der Corona-Pandemie.
Wenn man in den Nachrichten die Zahlen und Meldungen liest, vergisst man allerdings allzu schnell, dass sich dabei lauter einzelne Schicksale verbergen. Viele schauen mit großen Erwartungen auf 2021. Die Impfungen, die diese Woche begonnen haben, sind Grund zur Hoffnung, dass sich unser Leben im Laufe des Jahres 2021 wieder normalisieren wird. Doch noch müssen wir weiter auf uns und die anderen Acht geben. Nächstenliebe und Barmherzigkeit mit den Schwachen sind die Werte, auf die es auch im kommenden Jahr ankommen wird. Uns begleitet ein Bibelwort im nächsten Jahr als Jahreslosung aus Lukas 6, 36, das dies ebenfalls betont. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig. Das ist der Markenkern unseres Glaubens. Die vielleicht bekannteste Geschichte Jesu ist die vom barmherzigen Samariter. Ein Mann, so erzählt Jesus in seinem Gleichnis, wanderte von Jerusalem durch die Wüste nach Jericho. Eine lange Tagesreise, 27 Kilometer zu Fuß. Felsiges Gelände und nicht ungefährlich. Unterwegs überfallen ihn Räuber. Sie reißen ihm die Kleider vom Leib, schlagen ihn zusammen und lassen ihn halbtot liegen. Nun kommt zufällig ein Priester auf demselben Weg entlang. Er sieht den Mann liegen, aber macht einen Bogen um ihn und geht vorbei. Genauso ein Levit, auch er geht vorbei. Schließlich kommt ein Mann aus Samarien. Als er den Überfallenen sieht, hat er Mitleid. Er geht zu ihm, behandelt seine Wunden mit Öl und Wein, macht einen Verband. Dann setzt er ihn auf sein eigenes Reittier und bringt ihn zum nächsten Gasthof. Dort soll man sich um ihn kümmern. Am anderen Tag gibt er dem Wirt 2 Silberstücke und sagt: Pflege ihn. Und wenn du noch mehr brauchst, will ich es dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Der Samariter handelte ohne groß darüber nachzudenken. Er war einfach barmherzig. Er zögerte keine Sekunde, um zu entscheiden, was zu tun ist. Andere hätten das damals nie von ihm gedacht, denn die Samariter standen in einem eher schlechten Ruf. Aber er sieht nicht sich selbst, sondern sieht nur den Verletzten. Er spürt den Schmerz. So ist es, wenn wir Menschen in Not sehen. Wir fühlen mit. Wir wissen, es könnte auch uns betreffen. Doch dann darf es nicht beim Mitleid bleiben. Barmherzigkeit ist nicht nur ein Gefühl, sondern es geht um das Handeln. Hingehen, helfen. Oft hört man als Gegenargument: Die Not ist doch sowieso so groß, was soll ich als Einzelner da ausrichten? Oder: Das geht über meine Kräfte, das schaffe ich eh nicht. Was soll ich schon tun? Viel zu schnell stecken wir den Kopf in den Sand, fühlen uns überfordert. In einem afrikanischen Märchen wird von einem Land erzählt, über das eine große Trockenheit gekommen war. Das Gras war vertrocknet und alle Bäche und Flüsse ausgetrocknet. Die Tiere verdursteten. Selbst Bäume mit meterlangen Wurzeln begannen zu verdorren. Nur eine einzige Blume war am Leben geblieben. Denn sie stand neben einer kleinen Quelle, die noch ein paar Tropfen Wasser hatte. Doch die kleine Quelle war verzweifelt. Alles vertrocknet um mich herum, alles verdurstet, alles stirbt. Was kann ich mit meinen wenigen Tropfen Wasser da schon gegen ausrichten? Ein alter, kräftiger Baum stand in der Nähe. Er hörte die Klage der kleinen Quelle und sprach: Niemand erwartet von dir, dass du die ganze Wüste zum Blühen bringst. Einer einzigen Blume Leben zu geben, das ist deine Aufgabe. Ein altes jüdisches Sprichwort lautet: Wer einem einzigen Menschen das Leben rettet, der rettet die ganze Welt.
Also seid barmherzig. Schaut hin, wo andere in Not sind, gerade in diesen Zeiten. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lasset uns beten. Barmherziger, treuer Gott, wir schauen auf dieses Jahr zurück. Ein Virus hat unser Leben verändert. Was zuvor vertraut war, mussten wir aufgeben. Wir waren in Sorge um unsere Lieben. Wir haben täglich von Infizierten und Toten gehört. Wir haben uns nicht an die täglichen Zahlen gewöhnt. Wir sind erschöpft. Du aber warst bei uns, barmherziger, treuer Gott. Wir legen dieses Jahr in deine Hände zurück. Nimm auf dein Herz die Trauer um die tausenden Toten. Nimm auf dein Herz die Schmerzen. Lass die Liebe dieses Jahres weiter blühen. Lass die Furcht dieses Jahres vergehen. Du aber warst bei uns, barmherziger, treuer Gott. Wir legen dieses Jahr in deine Hände zurück. Menschen, die wir zuvor nicht kannten, wurden uns wichtig. Wir sind dankbar für die Berührungen, die möglich waren. Wir sind dankbar für die Hilfe, die wir erfahren haben. Wir sind dankbar für die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wir sind dankbar für die Musik. Du aber bist bei uns, barmherziger, treuer Gott. Wir legen dieses Jahr in deine Hände zurück. Mach das Glück dieses Jahres groß. Mach das Dunkel hell und segne deine Welt durch Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns mit Jesu Worten gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht nun hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch das neue Jahr. Er treffe euer Herz mit seinem Wort und bewahre euch vor Unheil und Missmut. Erfülle eure Häuser und Familien mit seinem Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Zum Abschluss der Andacht habe ich Ihnen ein Video aus dem letzten Jahr mitgebracht. O du Fröhliche aus der Kirche in Hermannrode, Weihnachten 2019 mit voller Kirche und vollem Gesang. Ja, in der Hoffnung darauf, dass wir im nächsten Jahr wieder dahin kommen können. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, kommen Sie gut rein ins neue Jahr und bleiben Sie gesund und behütet.